Heute gibt es ein Elvis-Rezept. Und zwar habe ich eine Reportage gemacht für Hessen à la carte über Bad Nauheim. Und Elvis hat ja da gewohnt während seiner Militärzeit. Und da ist immer noch ganz berühmt, gibt es auch ein Denkmal und gehört einfach dazu. Und dann habe ich mir gedacht, was hat er eigentlich gegessen? Dann habe ich recherchiert und dann bin ich auf ein Rezept gestoßen, was seine Leibköchin geschrieben hat. Und das Buch heißt Are You Hungry Tonight? Und da gibt es dieses Sandwich drin. Es ist ein bisschen eigenes Teil. Dazu braucht man Erdnussbutter, Toast, Bacon, Banane. Ich habe mir dazu dann noch was Kleines ausgedacht und ich habe auch zwei Männer, die das dann mal ausprobieren, wie das wohl schmeckt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Also Elvis hat ja Butter unheimlich geliebt. Deswegen wird der Bacon in Butter knusprig gebraten. Die Scheiben habe ich halbiert, um sie später besser auf dem Sandwich frappieren zu können. Wenn sie schön knusprig sind, werden sie auf Küchenkrepp abgetropft. Das Fett kommt weg. Pro Sandwich eine halbe Banane, quer und längs halbiert. Und in frischer Butter langsam gebraten. Dazu kommen zwei leicht getoastete Scheiben von dem Weißbrot. Im Original wird die Banane nicht gebraten, sondern zu Mousse zerdrückt. Die Scheiben sind nun unten schön vollgesogen mit Butter. Auf die andere Seite kommt Erdnussbutter. Ich habe die Sorte mit den kleinen Erdnussstückchen genommen, um mehr Crunch zu haben. Darauf die gebackenen Bananen und der Bacon. Im Original wurde das Elvis-Sandwich mit zwei Scheiben Toast gemacht, zusammengeklappt und dann in Butter gebraten. Manche sogar noch mit Honig beträufelt. Ich nehme anstattdessen Ahornsirup für einen Toast. So, jetzt haben wir hier die Variante mit dem Ahornsirup und eins ohne. Ihr müsst euch das dann teilen, von jedem probieren. So, bitteschön. Okay, also nur das halbe. Ist da jetzt Elvis dabei? Passt ja die Musik. Probieren im Fernsehen heißt ja immer schnell machen. Hast du ja gegessen? Das ist ja ganz schön süß. Also ich meine, für die Stimmbänder ist so süß nicht so gut. Echt? Würde man sagen, es ist essbar. Also ich sag mal, einmal im Monat würde ich. Echt? Ja, als Grundnahrungsmittel würde ich es nicht nehmen. Dazu ist es mir ein bisschen zu süß. Es ist zu süß, wegen der Banane. Ja. Aha. Und bei dir ist ja noch mit dem Ahornsirup. Wie findest du das? Ich finde das bringt. Probier mal. Probier mal mit Ahornsirup. Auch mal Ahornsirup probieren. Dann wird ja dann noch süßer, oder? Ja. Also ich finde, es schmeckt überhaupt nicht so mächtig, wie es eigentlich ist. Da ist ja 1 Zentimeter Erdnussbutter drin und irgendwas der Teufel was. Na, das mag man nicht. Ach, deswegen hat er so viel Schmalz in die Stimme gekriegt. Love me tender. Guck mal, also. Jetzt, guck ich jetzt mal. Wird's ernst. Na, deine Geschmacksrichtung? Also eigentlich nicht, aber ich finde, es hat sowas Mundfüllendes, so glücklich machendes, so knatschig, süß. Und dann mit dem Bacon, es hat was, muss man sagen. Doch, aber ich glaube, es hat Millionen von Kalorien.